Okay. Dann gehe ich mal ganz kurz zu der zu dem Schrank und dann gucken wir mal kurz, was wir da noch drin haben. So. Museum müssen wir auch noch machen. Wir müssen heute eine Menge noch machen, weil ich habe ja noch gar nicht hier die Inseltouren so gemacht. So, wegpacken. Weg, weg. Halten wir mal, weg. Ja, warte mal. Brauchen wir eigentlich nicht, die können wir auch direkt wegpacken. Ist die Animation irgendwie länger, als mir gefällt. Also nicht, dass das jetzt so schlimm ist, aber wenn man ein Päckchen auspackt. So, wegpacken. Hätte man eigentlich von Anfang an wegpacken sollen, aber okay. So. Oh, hi, was machst du denn da? Hi, Flora. Hallo. Hab ich gesungen gefunden, dass du sozusagen versteckt mit mir gespielt, ohne es zu wissen. Ah, okay. Ja, wenn sie es sagt, dann wird es wohl richtig sein, ne? Niemals dem Vogel, niemals dem Vogel das Recht entziehen. Nicht Recht entziehen, aber niemals dem Vogel sagen, das stimmt nicht. Hallo, ich will fliegen. Jemand zur Harvest-Insel. Ja. Ach ja, klar, mach weg. Sind so, als bräuchte ich das gleich noch. Ab geht's. Dann können wir kurz bei Rainer gucken, aber ich glaube, der updatet das nur jede Woche, außer man kauft was, ne? Aber ich möchte nichts von dem kaufen, weil ich habe die alles schon, die Sachen. Ich habe so das Gefühl, wir haben Mittwoch oder Donnerstag, die ganze Zeit. Und wir haben jetzt Dienstag. Unglaublich. Hallo Björn. Mhm. So ist es. Mal gucken, welche Farben du hier noch hast. Blau. Ich hätte das schön gefunden, gäbe es noch eine dunklere Version von den... also mir geht es jetzt nur um die Pflanze an sich, ne? Nee, da bleibe ich bei denen. Beleidigt er mich wieder? Ja, tut mir leid. Ist halt so. So, wir reden nochmal mit ihr. Hallo? Ja. Was sagen sie denn? Ja. Kiamoata, Kiamoata, Sela, Tis, Der nennt mich irgendwie immer an die eine, die Wahrsagerin aus Twilight Princess. Ich glaube, die hat auch irgendwas spiegelverkehrt gesagt. Oh, ich sehe etwas, ja. Bevor Bewohner einer bestimmten Insel versammeln sich in ein Fotostudio auf einem kleinen Eiland. Auf der anderen Seite des Suchers herrscht großes Lächeln. Aus dieser Vision schließe ich, dass du mehr Glück mit Freundschaft haben wirst. Das ist gut. Finde ich nett. Okay. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Ja, dann wollen wir mal wieder zurück. Ja, was gibt's denn bei euch heute zu essen, wenn ich gerade über Creme Brûlée lese? Also bei mir gibt's, weiß ich noch gar nicht. Also ich hatte gestern Pizza und vorhin hatte ich einfach nur Toast. Ich habe heute den veganen Fleischsalat auch gekommen. Ich sag, der war ganz okay. Auch wenn ich
Finde das schon geil, wenn man so einen riesen Pott Fleischsalat sich holt. Das klatscht dir einfach so auf Brötchen drauf oder so. Habe ich die letzten Wochen auch oft gemacht. Oh, was ist denn hier für eine Party? Mein lieber Knorke, soll eine Rose kaufen? Nein, ich will keine Rose kaufen. Ist schon echt ein cooles Bild. Das habe ich auch noch nie so gesehen. Hallo. Lebensstück voller wunderbarer Überraschungen. Ja. Wunderbar. Wir könnten einmal noch zu Bea gehen, weil ich sehe gerade, dass die nicht, dass die im Haus, ich wollte gerade sagen, nicht im Haus ist. Ja, die ist doch im Haus. Ah, sie ist am Kochen, super. Mhm. Spaghetti Marinara. Was war Marinara? Keine Ahnung davon. Bei mir sind auch nicht Gerichte irgendwie mit einem italienischen oder französischen Namen gesegnet, sondern bei mir heißt das irgendwie Spaghetti mit Tomatensoße. Oder eigentlich eher Nudeln. Aber. Oder. Weiß ich nicht, sowas wie. Bei mir heißt es auch einfach Pizza mit Pilzen. Und nicht Pizza Fungi. Oder Tono oder anderen beliebte Pizzasorte hier reinpacken. Ihr wisst schon. Ich dachte gerade, da hockt jemand. Also so ein Insekt, dachte ich. So, dann schauen wir doch mal. Genau, also ich würde hier oben auch nochmal ein paar Zypressen reinhauen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Also man könnte die zum Beispiel hier hinten zwischenstellen. Das wäre zum Beispiel eine Idee, damit man halt nicht so weit nach hinten gucken kann. Mhm. Toll. Ich finde es auch herrlich, dass man die nicht sieht. Pizza Boss. Was ist denn Pizza Boss? Also meine Lieblingspizzasorte, die ich sehr gerne in letzter Zeit mache, das ist einfach Frühlingszwiebeln. Pilze und Schinken. Schinken. Ja, es war Schinken. Obwohl, ich habe letztens noch mal mit Schinken welche gemacht, die war gar nicht so lecker. Habe ich gerade was in der Nachricht oder so gekriegt? Nö. Nö. Das ist wohl Bolognese-Soße, Schinken und Ei. Das ist Pizza Boss? Also ohne Kack, ich habe das aber auch noch nie probiert. Ich will das schon länger machen. Ich hatte... Nee, das war Soße Hollandaise. Warte mal, auf Pizza... Warte mal, ist das... bestellst du das nicht mal? Oder irgendwas war doch damit. Wir haben auf jeden Fall mal darüber geredet. Wir haben mal darüber geredet, das weiß ich. Das klingt irgendwie interessant. Also ich hatte letztens eine TK-Pizza mit Pulled Pork und Barbecue. Das war interessant. Das war ein Erlebnis für sich, das kann ich euch mal sagen. War aber lecker. Kann man essen. Kann man essen. So. Ja, ich kritisiere ja jetzt Leute auch nicht für ihren Pizzageschmack. Von mir aus sollen die Leute drauf essen, was sie wollen. Also, nein, wirklich, mir ist das egal. Zum Großteil. Ich hatte das mal früher gern bestellt bei einer Dönerbude. Okay. Wir hatten ja letztens die Tage, gab es bei uns, letzte Woche Mittwoch war das. Hatten wir auch Döner. Also da hat meine Mutter Döner mitgebracht oder meine Eltern. Müssen, ja, also meine Eltern haben Döner mitgebracht. So. Und also sie sind aber auf, meine Mutter hat die bezahlt.
mich sehr darüber gefreut. Jetzt kriege ich eine Nachricht. Oh Gott. Ja, das ist schön. Wer ist das? Ach so, okay. Ich habe vier Leute, die den gleichen Namen haben. Also von den Namen jetzt, wo mir eine Nachricht geschickt wurde. Das hilft nicht, wenn das heißt, hey, ich bin der und der und ich habe eine neue Nummer. Wer bist du denn jetzt? Aber das war Gott sei Dank ein neues Profilbild. Jetzt Appetit auf Pizza, Boss. Ich nicht. War das schön. Also ich hätte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich so richtig Hunger habe ich gerade irgendwie nicht. Ich habe eher so... Ich habe gerade gar nichts. Weder Hunger noch Appetit. Ich glaube, ich bin krank. Kann schon sein, kann schon sein. Hallo? Warum lässt mich das Spiel eigentlich manchmal nicht dahin laufen, wo ich will? Hallo? Hallo? Gibt es irgendwie einen Trick hinter? Oder das? Von draußen? Ich kann gerade wieder ankündigen, sonst würde ich einen Anruf kriegen. So. Okay, jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Nein. Sehr, sehr schön. Okay, ich dachte, hier fliegt was rum. Genau. Einen und dann kommt so ein Acting. Okay. Ich laufe jetzt ganz offen rum. Ich habe jetzt keinen Bock, da mitten durchzulaufen. So. Einen und dann kommt das Acting. Oh, dann müssen wir das hier für entfernen. Einmal Kokosnuss essen. Yum. Einmal so eine ganze Kokosnuss. Lecker. Schön hölzig. So, genau. Mal so. Mal so. Das lassen wir, glaube ich, lieber weg. Oh. Ja, entwickelt sich doch heute hier ganz gut, würde ich sagen, ne? Oder? Ich glaube schon. So. Guck mal. Oh. Entwickelt sich auch ganz gut. Jetzt da nicht runter. Das akzeptiere ich nicht. Komm her. Komm her, kleiner Ballon. Ja, komm. Ja, komm. Na los. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen bekloppt. Ja, Wunder. Ey. Hallo. Ich stand doch richtig. Was? Oh, ein Dampfgarer. Oh, den hatten wir schon. Ich habe schon gefühlt 1000 Jahre nicht mehr gegessen. Gar nichts gegessen? Ja, dann mal los. Deswegen heute kein Pudding oder so. Ich habe jetzt aber auch die letzten Tage kein Pudding gemacht. Ich sage immer, ich möchte unbedingt einen machen, dann mache ich doch keinen. Ist eigentlich schon ein halbes Verbrechen. Ja. Sollen wir den Baum da unten überhaupt lassen oder sollen wir da auch lieber so einen halb hohen? Was habe ich denn überhaupt noch für Bäume? Nadelbaum, Nadelbaum, Nadelbaum. Was für eine Überraschung. Hm. Ach so. Ich habe jetzt geschrieben, also ich habe... ach, die schon. Okay, dann, ich habe nichts gesagt. Das klang jetzt so ein bisschen wie, als hättest du schon echt lange nichts von generell gegessen.
Naja, es mag Leute geben, die essen nichts. Also nichts Nennenswertes. So. Das gefällt mir hier nicht. Da sind einer frei dazwischen. Ja. Einer da frei, einer da frei. Das bedeutet, die ist nicht... Also die ist hier. Der Baum. Der Baum, nicht die Baum. Oh, hey, Princess. No. Was geht? Daneben ist eine Ranke, ne? Ich kann da einfach hochklettern. Bin auch manchmal so ein bisschen dulle. So. Genau, da unten kann noch ein Baum hin. Nein, da unten kann kein Baum hin. Ernähr mich von Luft und Liebe. Das ist doch meine Sache. Und ist doch bestimmt mega umweltfreundlich. Super. Nehmt euch mal ein Beispiel an Luigi. Der weiß, wie es geht. Der hat verstanden, was man machen muss. So, wir haben noch ein paar Blumen. Wir haben noch, was haben wir denn noch? Ich brauche einen Platz für die Laubbäume. Ich weiß nicht, was. Oder ich verkaufe die. Irgendwas mache ich. Ich verbrenne die, wenn es so weitergeht. Hier wollte ich die hinpacken. Das mache ich. Komm hier hin. So. Ich hoffe, die wachsen hier. Bestimmt aber nicht. Warte mal, ich tausche die doch lieber aus. Mhm. Oder warte mal, ich guck erstmal, was man hier links. Oh. Okay. Ja, dann packe ich lieber die kompletten Bäume dahin. Ja. Ja, schön. Ich pflanze hier einfach mal jetzt ein paar Bäume hin. Weil ich keine Ahnung habe, was ich sonst machen soll. Damit. Ich weiß es wirklich nicht. Sie entspannt gerade vor dem Mittagsschlaf. Oh. Zurzeit eher von Luft. Ach. Luft ist überbewertet. Wer braucht schon Luft? Luft ist nicht gut, Patrick. Luft ist gar nicht gut. Du bist nur ein bisschen schüchtern. Wo bin ich hier nur hingeraten? Hier ist doch gar kein Wasser. Das sagte ich die ganze Zeit. Hier ist die reinste, trockenste und luftigste Luft im ganzen Ozean. Hä? Oh. Da hat mal jemand nachgedacht. So. Da drüben ist mein Vogel weg. Entschuldigung, ich fange wieder an zu zitieren. Ihr wisst, was das heißt, ne? Denn ich weiß es nicht. Kann nichts erledigen. Die Chance nutze ich und lese jetzt Bauprojekte für Anfänger. Die lernt. Fürs Leben. Oh. Nur noch Luft und Liebe, ein Vorbild. Ja. Hallo? Ach, wart. Es ärgert mich so ein bisschen, dass ich das Ach, wart groß geschrieben habe. Also das Ach am Anfang. Aber es passt zu ihm. Es passt zu ihm. Ganz viele Muffeln. Aber da unten kann ich auch noch einen Baum hinpflanzen. Da auch und da auch. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar hier. So, guckt euch das mal an. Können wir sogar zwei nebeneinander pflanzen. Wow. Hier ein. So, was denn? Was?
Wenn ich da keinen hinfla... Ach, geht das hier gar nicht? Das war dann ein bisschen doof, glaube ich. Ja, da hat wohl jemand ein bisschen, was Dummes gemacht, ne? Hat ein Video gesehen von den beiden, dass man schon Mutter war und Pettel Quater war. Was? Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ach so, mit dem Kleinen. Kleines. Da bin ich die Mutter. Du kannst nicht die Mutter sein. Dafür bist du... Was sagt... Stimmt, als Mutter wäre das etwas zu haarig. Da bin ich etwa Daddy. Meine liebste Stelle aus der Folge ist, wo die am Ende, wo die sich die ganze Zeit streiten und zum Schluss dann so Patrick dann, wie wär's mit noch einem? Spaghetti mit Tomatensoße ist doch Luft und Liebe, oder nicht? Also manche würden ja sagen. Also ich würde sagen, kritisch, aber ich glaube, das hält sich noch so im Rahmen. Ich glaube, das ist noch so ein Rahmen. Das ist noch okay. Wir akzeptieren es mal. Aber er kam betrunken zu Hause an und beide streiten sich. So krass, die Folge. So. Hallo, Herr Eugene. Ist denn überhaupt so geschrieben? Analysieren. Spaghetti atme ich weg und die Tomaten verteile ich mit viel Liebe auf meinem T-Shirt. Oh! Da wurde jetzt aber jemand kreativ. Boah, ich habe gestern Eis gegessen, mir ist auch die Hälfte runtergefallen. Ah. Direkt das T-Shirt wegpacken. Das war eh schon ein paar Tage alt. So dachte ich mir, ja. Das war Zeit. Also es war so mein Schlabber-Shirt. Ich zur Arbeit setze mich, was? Weiß ich, war die Glotze und freut sich über die Kokosnuss. Da ist eine Kokosnuss auf dem Kopf gefallen. Hier ist Liliane, hi! Legst du eine schnelle Kaffeepause ein? Ich ebenso. Ey, ich will die Kaffee trinken, weil mir fehlen jetzt... Das müsste dann theoretisch ja die 41. Tasse jetzt sein, ne? Das bedeutet, dann fehlen jetzt noch 9. Und dann habe ich, endlich die Figur. Das, worauf ihr alle gewartet habt. Klasse, dann sehen wir uns genau um 6. Genau um 6. 12 Uhr Mitternacht. Schön. Was wäre überhaupt die Moral der Folge? Da kannst du ja auch so viel eininterpretieren, so. Weil ich denke mir so, Patrick macht die ganze Zeit Kacke, aber irgendwie ist es egal gewesen, so. Ja, vielleicht war es auch egal. Vielleicht war das ja die Moral. Also nicht, dass es egal ist, was er macht, sondern vielleicht war es egal, weil halt das Ergebnis zählt. Oder nicht das Ergebnis, sondern... Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann irgendwie viel rein interpretieren. Nur ein Kochrezept. In letzter Zeit keine Lust auf Animal Crossing selbst zu spielen. Das hätte ich aber nochmal gerettet. Nein, alles gut.
Was ist denn ein Scones? Irgendwie sowas wie Quiche im Kopf. Quiche. Ja, also ich habe schon Lust, weil ich hier Bock habe, das weiterzubauen. Deswegen... Was ist das? Das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein... So ein Windbeutel? Scone, was ist das? Ein Scone ist ein von dem britischen Inseln stammendes Gebäck, das oft zur Tea Time gereicht wird. Der Ausdruck wird im Englischen in der Regel im Plural gebraucht, obwohl man ein einzelnes dieser Gebäckstücke auch als Scone bezeichnet. Ja, was ist das jetzt? Das ursprünglich eher flache Gebäck wird heute aus Weizen, Gersten oder Hafermehl und Backpulver als Triebmittel hergestellt. Vor der Erfindung des Backpulvers wurden Scones nicht im Backofen, sondern in einer Pfanne zubereitet und ehlen eher Eierkuchen. Ja, aber... Pat? Ja, aber... Hä? Denke mal, Vater geht arbeiten, Mutter bleibt zu Hause, kümmert sich um den Nachwuchs. Ja, aber das ist ja keine Moral, sondern das ist ja eigentlich so ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Das ist ja schon so ein bisschen klischeehaft, so. Keks? Wirkt ein bisschen Keks, aber ich würde halt eher sagen, ist es so ein... Also nach den Bildern sieht das halt aus wie ein fluffiges Gebäck. Also es sieht hier im Spiel schon sehr ähnlich aus zu dem, was ich hier jetzt im Internet gefunden habe. Keks hoch. Nein, jetzt muss ich an diesen Kackwitz denken. Wie nennt man einen Keks unter einem Baum? Schatschiges Plätzchen. Ja, ich finde es auch nicht gut. Aber das muss jetzt sein. Es tut mir leid für die Leute, die jetzt sich veräppelt vorkommen oder was auch immer ihr euch hier jetzt vorkommt. Ich fühle mich damit auch nicht glücklich, nur dass ihr es wisst. So, das bringen wir mal in den Geldbeutel. Ich bestelle jetzt mal ein paar Zypressen. Wir machen hier auch nicht mehr so lange. Nur das, oder machen wir da noch ein bisschen Dinge? Keksen reden, habe gestern schon Chips wegen dem Chat essen müssen. Müssen! Ist das hier nötig? Ich habe vorhin aber auch Chips gegessen. Jetzt fangen wir wieder an, über Essen zu reden. Wir haben ja vorhin schon die ganze Zeit über Essen geredet. Nee, dann wechseln wir das Thema. Über was kann man denn essen? Was gibt's denn morgen zu essen? Ah, nein! Leute, so müde, musst du Zimmer, Zahnarzt, zur Kontrolle. Alles super. Ach, guck mal. Ah, du hast da bei dir auch echt viel vorgenommen. Gestern war doch auch irgendwas bei dir. War denn nicht auch ein Anruf? Ach, gestern war Bank, ne? Ich glaube, gestern war Bank. So langsam komme ich dahinter. Hinter dem, was ihr alles macht. Ich verfolge euch. Und heute war Zahnarzt. Was, morgen? Also ich habe morgen erstmal Ruhe, Leute. Hoffe ich mal. Ich auch mal wieder hin. Ich war, und das ist eigentlich keine gute Sache, aber ich war schon echt lange nicht mal beim Zahnarzt. Und mit echt lange meine ich echt, echt lange. Also ich kann mich sogar nicht mehr dran erinnern, weil ich das letzte Mal da war. Also, ja. Aber ich glaube, ich habe es auch nicht nötig. Oder der Arzt sagt, alles muss raus. Eines von beiden. Ich glaube eher zwei, auch wenn ich eigentlich ganz zufrieden bin, so wie es gerade ist. Waren meine Chips? Bäuchlein. Nein, nicht! Bin so dumm, ne? So habe ich eine Kokosnuss gepflanzt. Wieso? Hä, ich dachte, man kann nur auf Dings Kokosnüsse pflanzen. Habe ich einen Kokosnuss-Spross. Wieso habe ich eine Kokosnuss gepflanzt? Ja, auch maximal einmal im Jahr. Ja. Ich auch. Meine im Laden. Oh. Ist bei was? Doch morgen habe ich gegen 13 Uhr Friseur und Nachmittag kurz gegen 16 Uhr zum Rascheln zur Chefin.
Oh! Okay. Ne, weil vorhin meinte Julia auch so ein paar Sachen wegen Arbeit und so, und ich kam da nicht drauf. Also ich muss mir das langsam merken. Besonders wenn ihr so oft darüber redet und so. Also ist ja klar, man redet ja über Sachen, aber möchte man sich ja auch merken. So, was machen wir denn jetzt hier noch Schönes, Leute? Also wir müssen auf jeden Fall gleich noch eine hier Zypressen bestellen. Was? Achso, die Chefin. Ich dachte, oh. Schon, ich habe hier irgendwas Großes verpasst. Ja, dann. Okay. Das ist doch eine schöne Sache dann. So alles Gute zu wünschen. Finde ich cool. Ich habe dieses Jahr gar keine Lust auf meinen Geburtstag. Also er ist noch ein bisschen hin, aber man muss sich ja schon mal so ein bisschen moralisch drauf vorbereiten. Wer weiß. Also einfach wer weiß. Also jetzt nichts Besonderes und so, aber wer weiß. Ja, was kann ich denn heute noch so Schönes erzählen? Was gibt's denn noch? Eigentlich nicht viel. Meinst du mich? Weil wenn du mich meinst, also wenn dann erst im Dezember und wenn dann werde ich erst 26. Obwohl? Nicht 26. Nee, ich werde 26. Mir reicht schon die 25. Also das ist schon ein Alter, da denke ich mir auch schon. Also es ist jetzt nicht schlimm. Ich will jetzt hier nichts Schlimmes gegen Alter sagen. Ne? Also nicht falsch verstehen. Nur. Ich weiß, ich mag Geburtstage nicht. Ich mag das irgendwie überhaupt nicht. Das ganze Konzept dahinter und... dieses Verschenken und weiß ich nicht. Das Einzige, was ich wirklich schön finde, ist, wenn man halt ich sag mal etwas in Richtung Party macht. Dann ist das schon so eine schöne Sache, wenn man dann so ein paar Leute halt wieder sieht, aber abseits davon. Dieses Jahr nicht älter werden, gerade älter werden ist okay, aber nicht ungefähr. Okay. Das ist auch ein schöner Gedanke. Ich dachte, wir sind auseinander, ich werde 28. Ah! Aber so weit ist das ja auch nicht weg, ne? Oh, hi, Patty! Etwas zu, solange es geht, da ich krank bin und mir es sehr schlecht geht, deshalb bin ich nebenbei beim Blog. Oh, alles klar, dann wünsche ich dir eine gute Besserung. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Tag, einen schönen Dienstag und wie gesagt, gute Besserung auf jeden Fall. Schön, dass du da bist. Ich bin schon älter geworden dieses Jahr. Nein! Nein! So, Schützer Steinbock. Ich bin ein Schützer. Ist das überhaupt wieder so eine große Sache mit Tierkreiszeichen oder Sternzeichen? Ich weiß, stimmt das eigentlich auch mit Tierkreiszeichen? Ich sag das immer wegen, weil das in Traumschiff Surprise immer gesagt haben. Der Zitronenfalter. Und die Galapagos-Schildkröte. Ich höre das so in letzter Zeit sehr oft, dass halt Leute dann irgendwie sagen, ja, was bist du vom Sternzeichen und so. Das höre ich richtig oft.
Aber ich... Da habe ich letztens aus irgendeinem Bild gesehen. Da war irgendwie so... was war das? Da war irgendwie ein Arzt und der hat dann halt ein Kind... Wie nennt man das? Entbunden? Nennt man das so? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Und dann sagte der dann auch irgendwie, ja, tut mir leid, das Kind ist das und das. Und so, nein. Also wegen, weil dann ist... wegen. Man sagt ja immer, die haben dann so Charaktereigenschaften und sowas. Ich finde es übrigens faszinierend, wenn man sich solche Karten oder so anguckt, mit Sprüchen oder so, oder so Voraussagen oder generell, wie die Art ist. Und das sind... Also am Anfang dachte ich mir immer so, boah, das passt ja irgendwie. Und dann ist mir so zum Schluss so irgendwie in den Sinn gekommen, das sind total oft Sachen, die du eigentlich auf jede Person so packen kannst. Irgendwie so... ist eigentlich oft sehr ruhig oder ist meist sehr ruhig, aber wenn die Person sich aufregt, dann so richtig sowas halt. Ich kann das jetzt auch nicht wiedergeben. Aber das sind halt so Sachen, die eigentlich jeder Mensch so hat oder wo man so sagen kann, ja, manchmal. Finde ich dann immer lustig. So. Ich bin Aquaman als Sternzeichen. Wow! Das ist ja ein Traum. Aquaman. Das ist jetzt nicht Gerüchte, dass... Heißt der sogar Aquaboy, dass der jetzt irgendwie ins DCU kommt? Gerüchte wohl, dass der von Jaden Smith gespielt wird. War das Aquaboy? Nee, das war nicht Aquaboy. Oder war das Aquaboy? Vielleicht kriegt Aquaman eine Serie. Und die sieht sehr aus wie Adventure-Teil. Das fand ich auch geil. Okay, das steht einzeln und dann. Dann. Genau, und dann kommt da einer drunter. So. Ist der Einzelne, ne? Ich glaube, ich hoffe. Kann ich mal schwimmen. Oh! Ja, also als Aquaman ist das schon interessant. Muss man als Aquaman jetzt schwimmen können? Wird überhaupt irgendwann mal in den Film gesagt, der heißt Aquaman? Ich auch mal wieder Bock drauf, die alle zu gucken. Ich weiß nur, dass er Ocean Master ist. Obwohl, ist der Ocean Master oder hat er gegen den Ocean Master gekämpft? Aber ich glaube, der ist auch Ocean Master, ne? Bin mal gespannt auf den Film, den nächsten. Chinesischen Sternzeichen bin ich Tiger. Aber ist nicht chinesisch auf das Jahr bezogen? Oder auf was ist das im Chinesischen bezogen? Ich weiß das gerade gar nicht. Ey, jetzt hier nicht randalieren. So. Ein hoch, ein... Nee, ein freilassen hoch und dann ein links. Also wäre das... Warte mal. Nee, das wäre das hier. So. Ja. Ah! Warte mal, dann gucke ich mal nach. Was bin ich denn dann? Ich bin die Ratte. Eine Ratte. Er ist dabei. Princess ist dabei. Aber die soll wohl nur 10 Minuten Screentime haben. Das ist, wird gemunkelt. Und man hofft, dass die halt rausgeschnitten wird. Was ich auch sehr hoffe, weil ich nicht verstehe, warum sie weiter Rollen kriegt, aber halt Johnny Depp nicht. Was ich aber auch auf andere Art ein bisschen schade finde. Also nicht jetzt wegen ihr. Ich will ja jetzt auch gar keinen, will jetzt auch gar nicht hier in diese Thematik reingehen. Aber ich mag es halt überhaupt nicht, wenn man Schauspieler ändert. Und
Ja. Besonders, ich fand die jetzt in der Rolle nicht schlecht. Besonders halt, würde halt das Snyderverse aufgebaut werden, dann würde sie eine sehr große Rolle tragen. Ja, aber ich sag mal hier, Ezra Miller hat sich das ja auch jetzt schön verkackt. Also, DC ist sowieso jetzt gerade sehr, nicht schön drauf, sag ich mal so ganz grob. Könnten eigentlich diesen Baum nehmen und den einpflanzen? Hahaha, Entschuldigung. Der war nicht lustig, weiß. Das war auch überhaupt nicht lustig. Warum mache ich sowas? Warum sage ich irgendwelche unlustigen Sachen, die nicht lustig sind? So. Könnten. Ah. Nee, wenn dann lieber hier hin. S. B. Was klingt wie S wie Seife. Ich habe keine Ahnung. Was ist Seife? Das war ein SpongeBob-Witz, falls das jemand nicht versteht. Dieses Jahr ist wieder Jahr des Tigers. Oh. Soll das überhaupt irgendwas aussagen oder ist das auch so, ja, ja des Tigers, dass alle, die geboren sind, gestreift? Ich weiß es nicht. Na klar. Hier, da kriegst du mal 80.000. Oh, das wollte ich gar nicht. So klingt das, die 8 bin Hallo. Und ich bin ein Rattenkind oder so, ne? Also, das macht es nicht besser. So, oh, hi! Was machst du denn hier? Großes B. Manches tut man, weil man es tun will, anderes tut man, weil es muss. Man sollte nicht vergessen, von Zeit zu Zeit auch einmal überhaupt nichts zu tun. Das hat die von Puber geklaut. Ich weiß nicht mehr genau das Zitat, aber der sagt doch von Christopher Robin, der hat das doch gesagt, irgendwie nichts tun. Ist auch eine schöne Sache. Irgendwie sowas war das. Irgendwie so. Wurde auf jeden Fall in der Realverfilmung so oft gesagt. Beziehungsweise ist es ja ein Sequel. Ein sehr verstörendes Sequel, muss ich echt sagen. So, wir stellen jetzt einfach ganz viel Zypressen. So. Genau. Wir können sowieso nur 4 Stück bestellen oder so. Aber dann ist das so. Okay. Oh, Moment. Bankautomat. Oh, es gibt ein neues Lego-Set. Was ist das denn hier? Die große Pyramide von Gizeh. Die ist ja cool. Da kann man oben so ein... Also Hashtag keine Werbung. Da kann man oben den Deckel abmachen, so wie die früher aussah. Und dann hat man da diese Unterstruktur vom Tab. Ach nee, das ist der, wie der gebaut wurde. Oh. Ja, lass mich ran. Kostet 200 Euro. 140. Das ist jetzt aber auch nichts, was ich mir irgendwo hinstellen würde, ne? Moment. Warte mal, habe ich jetzt Geld? Nein, ich habe hier kein Geld rausgenommen. Nochmal hier. Wer ist besserer Schauspieler? Heath Ledger oder George Clooney? Ja. Schnäppchen. Ja, es ist nicht schön. Nee, ich glaube, sonst haben wir alles. Also ist ja die Frage schon geklärt. So, warte mal. Hier haben wir, glaube ich, alles gemacht, ne? Nehmen wir es mal auch, ja. Ja gut.